Schönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Ich heiße Dietrich und ich wohne hier in Calgary, in Alberta. Meine Familie, also meine Frau, meine vier Kinder, wir wohnen hier schon seitdem meine Kinder geboren sind. Aber wir wohnen schon früher hier, seit 2006. Heute habe ich Nachrichten, die ich wünschte, dass ich dir nie mitteilen muss. Wir haben uns entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu ziehen. Also es ist wirklich zu schwer, hier in Kanada zu leben. Eins von den Dingen, die wir nicht mögen, ist der Sozialstaat. Also wir vermissen den Sozialstaat, die Unterstützung, die wir kriegen in Deutschland, hat man hier nicht, ne? In Deutschland muss man ja eine Ausbildung machen, wird man ja sofort unterstützt. Das hat man hier alles nicht. Man hat keine Unterstützung vom Staat. Man muss Zahnarzt selber bezahlen. Also die Hälfte von meinen Zähnen ist schon weg. Ja, wir haben uns entschieden, wieder zurückzuziehen. Es wird langsam Zeit, also. Ja, für die Leute, die nach Kanada wollen, Leute, glaubt das nicht. Es ist hier schrecklich. Im Winter, das ist schrecklich kalt. Man kann hier wirklich nicht überleben. Und Klamotten gibt es ja auch nicht gute, ne? Also, wenn man nicht selber jagen geht und die Tiere selber schießt und damit das Fell bearbeitet, dann ist es wirklich nicht möglich, hier in der Kälte zu überleben. Die Häuser, die sind überhaupt gar nicht dicht. Und die Wände, die sind überhaupt gar nicht schalldicht. Also, das ist echt schrecklich, wenn man hier von einem Zimmer zum anderen geht. Also, ganz, ganz ehrlich, ich werde jetzt mal alles aufräumen, was uns so stört. Keine Hilfe vom Staat. Die Häuser sind schrecklich, die Bauart und dann die Sprache. Man kann sich nicht umstellen. Das ist wirklich, wirklich frustrierend ist das, ne? Die lernen kein Deutsch, diese Leute hier. Also wie ihr seht, das ist nicht eine leichte Entscheidung. Und ich hoffe, ihr nehmt das auch nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen. Also es kann sein, wir möchten gerne diesen Video-Channel weitermachen, aber ihr wird wahrscheinlich in Deutschland stattfinden. Wir werden euch halt zeigen, was es in Deutschland gibt für die Leute, die noch interessiert sind an Deutschland. Aber ja, das ist echt schwer. Also man vermisst die Familie, man vermisst alle Verwandten. Und ja, manchmal weiß man auch nicht mehr, was man machen soll, wie man das machen soll. Und man versucht schon jeden Tag die Eltern anzurufen und jeden Tag die Verwandtschaft anzurufen, um in Kontakt zu bleiben. Aber irgendwie ist das nicht mehr möglich. Ja, wenn ihr kommt, überlegt euch das ganz gut. Bitte nehmt eure warmen Klamotten mit. Nehmt so viel Geld wie möglich, das werdet ihr alles verlieren hier. Ja, den Pampers mit, hier gibt es keine Pampers. Die meisten Leute sind hier noch mit Windeln. Aber das ist echt schrecklich. Das erzählen die euch nicht. Das erzählen die euch auch nicht in den Nachrichten. Also wenn ihr das nicht von mir hört, Leute, ihr werdet das wahrscheinlich nie erfahren, bis ihr hier hinzieht. Und diese Städte, die hier sind, das sind alles Papphäuser. Das sind alles Papphäuser. Die echten Häuser gibt es nur aus Holz. Hier gibt es fast keine Steine. Also es ist echt schrecklich. Ich möchte ja schon den deutschen Standard behalten und diese Leute lernen das einfach nicht. Deswegen, das ist wirklich, wir können das nicht mehr. Wir werden auch noch einen Link lassen für Unterstützung finanziell, falls ihr uns was schicken wollt, damit wir diese Fahrt bestehen können und den Container packen können. Naja, dann sehen wir uns noch weiterhin. Wir werden euch noch ein Update geben auf Instagram und Facebook und überall und auf Telegram. Wenn ihr noch nicht mal in der Gruppe seid, dann bitte schließt euch an. Dann werden wir euch da mehr updaten, so mehr persönliche Sachen. Und für die Leute, die das alles geglaubt haben, April, April. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Also dieses war echt schwer, dieses Video zu machen. Also ich habe mich wirklich bemüht. Wir haben richtig losgelacht bei einigen Stellen. Werden das noch später dran hängen. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Für So die Leute, die much noch. to drama. Für die Leute, die herkommen wollen. Man sieht sich hier. Wenn ihr nach Calgary kommt, sagt Bescheid, trinken wir zusammen Kaffee. Auf Wiedersehen. Und. Also, meine Frau, die fährt gleich weg. Ich weiß nicht, ob sie das schafft. Ey, poste das nicht, okay? Das hängen wir später dran. Meine Frau ist schon so verweint. Die muss die Brille tragen.